Achso, nee, das kostet jetzt Geld. Kann man. Können wir nicht. Ah, Level Up können wir auch noch machen. Stuff Level Up. Das kostet aber auch Geld. Ja, wir haben doch jetzt so viele schöne Disketten hier. Was kann man damit anstellen? Stuff. Hm, Action. Und wir können ja mal erstmal ein bisschen Auftragsarbeit machen. Zum Beispiel einen Pinball-Movie können wir mal machen. Ein bisschen Auftragsarbeit. Ah ja, we need some video for a new pinball machine. It will play for the maximum bonus. Ah ja. Machen wir mal Game Ringtones oder Game Comics. Nee, wir machen mal ein Pinball. Ein, ja, einfach ein Pinball-Movie. Machen wir mal. Okay, 10 Wochen dauert er jetzt. Jetzt können die mal ein bisschen Gas geben. Entschuldigen Sie mich. I'd like to try increasing the graphics for our pinball movie. Could I have your permission to try? Hm, kostet uns zwar jetzt ein bisschen Geld, aber er würde dann wahrscheinlich... Ah, jetzt kann ich jetzt hier die Challenge... Okay, jetzt kann ich hier... Ah, jetzt kann man hier einstellen, wie viele Disketten man es dafür opfert. So, dafür... Okay, ein bisschen den Success mal erhöht. Okay, supi. Jetzt hat er ein paar Punkte gemacht. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Okay, jetzt hat er 26 in Sachen Grafik. Ah ja, sehr gut. Jetzt sind wir auch... Okay, ah ja, wir machen sehr gute Fortschritte mit dem Film. Wir haben noch 7 Wochen Zeit. Zenga, geil. Ja, Zenga wird eine neue Konsole ankündigen. Ah ja, let's go to the press conference. Ah, cool. Greetings, ladies and gentlemen. Achso. Today we would like to announce our new console. The Exodus. Yeah, Zenga. Ja, a lot of fun games. Stay tuned. Oha, ja. Mit 990.000 Einheiten plant man auf dem Markt einzuschlagen. Okay, ja, und unsere Sekretärin, ja, egal, ihr wisst, wen ich meine. Die empfiehlt uns jetzt gerade hier, wir sollten noch ein bisschen Geld sparen und dann sollten wir uns eine Lizenz kaufen, um auch für diese Konsole was zu veröffentlichen. Ah, die gehen alle noch alleine nach Hause, also wir müssen uns hier nicht um Urlaub und sowas kümmern. So. Kann man nicht das Geld noch ein bisschen erhöhen hier? Ja, 500.000 wieder, sehr gut. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir noch unseren Stuff ein bisschen trainieren. Zum Beispiel Noob Ownerton. Können wir auch nochmal ausbilden. Der... Oh, verdammt. Hat ein bisschen was gelesen. Genau das, was er... Okay, das hat ihm auch beim Programmieren geholfen. Ja... Ich will aber eigentlich... Genau, dass er ein bisschen was programmiert. Für ganz viel Geld. Ja, hat auch gut was gebracht. Okay, es war jetzt das, aber wie kann man jetzt denn diese Disketten noch verbrauchen mit Level-Ups? Zum Beispiel jetzt hier bei Big Porkins. Oder hier genau, bei Espresso. Können wir auch mal... Aha, Level-Up. Ah, damit haben wir jetzt gleich Disketten verbraucht. Ah ja. Okay, ah, jetzt hier Research Data, okay. Gut, dann können wir hier auch keinen mehr hochleveln. Okay, Gott, dann nicht mehr. Ja, Fast Racer hat sich immerhin 34.500 Mal verkauft. Ich würde aber sagen, um noch mehr Kohle zu machen, machen wir nochmal so hier Kontaktarbeit und machen zum Beispiel ein Charakterdesign. Genau, immerhin 240.000, die können wir schon probieren.
10 Wochen haben wir jetzt dafür Zeit, das machen wir auch. So, ich trinke mal nebenbei schnell einen Schluck. Ja, sieht bisher ganz gut aus. Das sollte man eigentlich schaffen. Oh nee, das wird ein ganz schön knappes Ding, war das jetzt gerade. Oh, ich glaube, das packen wir nicht in den 6 Wochen. Ah ja, er will jetzt hier ein bisschen, der Noob Ownerton. Okay, der will jetzt hier ein bisschen voll reinhauen. Und wir geben alle unsere 29 Disketten in ihn rein. Für seine Challenge. Der Graphic Boost. Es gefailt, scheiße. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, und alle weinen. Oh nein. Nein. Nein, das Projekt ist damit ganz im Eimer. Nein. Shit. Die ganze Kohle ist weg. 4 Wochen nur noch Zeit. Ah, fuck. Das ist jetzt bitter. Oh, immerhin ist jetzt noch gerade eine aktuelle Ausgabe vom Game Guy Magazine erschienen. Das Ding kommt wohl nur einmal im Jahr. Ja, also hier wird gerade geschrieben, dass die Exodus von Zynga erstmal sehr erfolgreich war auf dem Markt, hat 1 Million Stück verkauft, aber ist natürlich auch wichtig, dass da auch gute Spiele für rauskommen, denn nur die machen ja am Ende auch eine Konsole aus und ja, bla. Erstmal bin ich jetzt ziemlich sauer, weil 4 Wochen, wenn ich die 30 Punkte nicht mehr vollkriegen. Ich glaube, dieses Projekt, also wenn die das, boah, obwohl sie geben sich gerade nochmal echt Mühe. Schon die Hälfte zusammen. Boah, 2 Wochen noch. Oh nein, es ist wieder Flaute. Nein, die machen nichts mehr. Oh, noch 10 Punkte. Nein, das war, ja! Nein, 4, nein. Oh Gott, I'm never using this company, your company again. Nein. Wir werden nie wieder mit dir zusammenarbeiten. Nein, shit. Okay. Dafür lassen wir uns nicht untergehen. Wir machen einfach noch einen Contract-Job. Und zwar programmieren wir ein paar Klingeltöne. 11 Wochen Zeit. Okay. Warum das jetzt hier so dasteht, verstehe ich jetzt zwar gerade noch nicht. Aber wird wahrscheinlich auch alles seinen Grund haben. Ist ja auch noch neu, das Game für mich. Muss ja erstmal noch alles hier irgendwie verstehen. Ah ja, jetzt will Espresso sich probieren. Nein, sie wird sich nicht dann probieren. Wir haben kaum Disketten und wenn es dann wieder nicht klappt, dann ist alles blöd. So. Okay, immerhin in Sachen Klingeltönen will Yamba weiterhin mit uns zusammenarbeiten. So, jetzt haben wir wieder 560.000. Das heißt, wir können noch mal probieren, uns an einem Spiel zu wagen. Und zwar Develop New Game für PC wieder, weil ich habe noch nicht genug Kohle. Wir können natürlich jetzt hier zwar auch auf die Exodus gehen, aber für 400.000 bleiben wir erstmal auf dem PC. Und versuchen uns an einem Abenteuerspiel, an einem Ninja-Abenteuerspiel und gehen jetzt hier wieder auf Quality. Gut. Und sagen, so wichtig ist ja hier dann auch die Game World, die ist dann hier auch wichtiger. Realismus eigentlich weniger. Dafür Cuteness. So, ich muss kurz wissen, was ist Approachability? Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen wichtigen Wert auslasse. Deswegen gebe ich das mal kurz mal da. In Wörterbuch ein. Ach, die Zugänglichkeit ist das. Ja, die ist ja ganz gut, ne? Ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt auch.
Okay. Gut. Proposal, also die Story, die wird diesmal Espresso schreiben. Ein Ninja-Spiel, okay. Genau das, wovon ich immer geträumt habe, als ich Videospiel-Schriftstellerin werden wollte. Genau, genau. Dann nehmen wir ein paar Ninjas und dann nehmen wir auch noch Schwerter und das klingt schon mal ganz gut. Oh, oh. Kam wohl nicht so gut an, irgendwie die Idee. Oh, ja. Das Finanzjahr ist jetzt beendet. Normalerweise sollten wir jetzt unsere Mitarbeiter bezahlen. Ah ja, aber dieses Jahr übernimmt das noch die Regierung, weil die wollen sich ja für die Spielindustrie einsetzen. Erst ab nächstem Jahr werden wir unsere Mitarbeiter bezahlen müssen, die ständig in Flammen stehen. Ah, jetzt haben wir auch den Hype. Ne, schon auf 5. Das ist schon interessant. Also, die Grundzüge sind echt gleich zu Game Dev Tycoon, aber die Feinheiten sind ja bei Game Dev Story noch ein bisschen anders. Ich finde es aber auch sehr ansprechend irgendwie jetzt hier mit dieser Pixel-Optik. Das hat was. Und vor allem muss man sich darum kümmern, dass die Mitarbeiter ständig Bock haben. So, die Alpha-Version ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir uns um die Grafiken kümmern. Das macht jetzt diesmal, macht das mal der Jack Kirby. Und, ah, ich glaube, das ist ein externer, oder? Auf jeden Fall will der wieder Geld haben. Ah, das muss ich noch wesentlich mehr verstehen. Aber gut, dafür könnt ihr mir auch Kommentare schreiben, ne? Also, was ich vielleicht noch anders machen sollte. Oh, der Hype ist schon ganz gut. Hello, I'm a representative of items and things. The items we sell are very useful and... Ah, jetzt können wir hier Items kaufen. Okay, Fun Boost. Use Research Data to boost Fun. Boah, die kosten alle super viele Sachen. Nee, das können wir uns nicht leisten. Achso, hier können wir den Job eines Mitarbeiters ändern, aber ich kaufe mal lieber noch eine Runde Dead Bull. Nö, mehr will ich nicht von dir. Gut. Und es gibt wieder eine neue Ausgabe vom Game Guy Magazine. Ah ja, und hier geht's diesmal um ein Interview mit einem Spieleentwickler, der sagt, der beste Weg, um neue Spielarten, also Genres und so weiter, zu erforschen, liegt darin, seine Mitarbeiter zu trainieren. Sollten wir also auch in naher Zukunft machen. Haben jetzt auch schon wieder ein paar Disketten gesammelt. Um Pick Porkins. Der will jetzt hier seine Grafikkenntnisse ein bisschen boosten. Gut, kann er mal probieren. Wir können ja mal alle Disketten rein... Nee, kann er nicht probieren. Wir haben zu wenig Disketten dafür. Und ich will jetzt das Spiel dadurch nicht unnötig schlecht machen. Oh ja, einige Analysten haben gesagt, wir verlieren unsere Fans, weil wir zu wenig Spiele veröffentlichen. Ist ja gut, dass wir gerade so einen Kracher-Titel in der Pipeline haben. Ne? Das wird jetzt hier der Hammer werden, ich sag's euch. So, die Beta-Version ist auch schon fertig. Jetzt geht's um die Musik und da nehmen wir den Olm Porkins, der eigentlich gar nicht so gut ist in Musik. Music Fan oder Composer Mozart. Auch nicht schlecht. Oder Beethoven. Wir nehmen aber. Nehmen wir Mozart? Nein, wir nehmen nicht Mozart, wir nehmen Beethoven. Genau. Ein externer. Kostet uns zwar ein bisschen Geld, aber der macht dann wahrscheinlich auch die ordentliche Mucke hier, weil unser eigener, der wird wahrscheinlich nur mit der Gabel auf dem Glas rumtremmern und dann sagen: Hey, it's music. War 16 Bucks schon drin. Bin echt mal gespannt irgendwie.
Aber bisher schon ziemlich cool. Also ich steige jetzt auch schon langsam ein. Diese coolen Mobile Games. Ja, wer sich von euch übrigens fragt, wo ihr das Game kaufen könnt, ich habe die Links zu Android und iOS natürlich in die Videobeschreibung geladen, wie immer. Oder gepackt, besser gesagt. So, Debugging. Wir haben noch genug Kohle, wir halten es noch aus. Ich glaube, wir müssen ja auch am Anfang wieder total viele Contract-Jobs machen, bis wir irgendwann so weit sind, dass unsere Spiele halt so unendlich viel Geld machen, wenn es überhaupt mal so ist.